Weil vor 30 Jahren die HTWK gegründet wurde. In wenigen Wochen ist es soweit. Das ist hier der Gründungsrektor Klaus Steinbock. Und HTWK, das hieß erstmal vor allen Dingen dieses Gebäude, der Goethe-Brückbau, der damals noch nicht so hieß. Die HTWK, nächste Folie bitte. Die HTWK ist aber eigentlich viel älter. Also sie basiert auf der Technischen Hochschule, die 77 gegründet wurde, und die wiederum wurde auch aus mehreren Hochschulen zusammengefügt. Also das geht so 250 Jahre zurück. Und ich habe mich mal versucht, schlau zu machen, ganz kurz, was es für Rechentechnik gab. So, also wann zum Beispiel der erste Computer in so eine technische Hochschule kam. Und das war schon 1969 ein sowjetischer Großrechner. Man sieht da so ein Bild. Und wenn man so einen Großrechner, der so 100, 200 Quadratmeter groß war, bekommen hat, dann hat man gleichzeitig auch ein Gebäude bekommen. Also man bekam den Computer nicht in einem Karton, sondern in einem Gebäude. Und Professor Bastian hat mir erzählt, dass der Computer ohne Software und ohne Dokumentation kam, sodass ein Team nach Perm reisen musste in die Sowjetunion und lernen musste, wie man diesen Rechner bedient. Und in den 70er Jahren kam dann andere Rechner dazu, und die normalen Tischrechner, wie man sie heute kennt, die kamen dann so erst in den 80er Jahren dazu. Hier ist noch ein Beispiel. Also, das ist hier, sind mehrere Bilder aus der HTWK, so 70er Jahre, Großrechner, so war es damals. Und man hatte sozusagen einen Rechner für eine, also für eine ganze Mannschaft. Ne? Man hat nicht viele Rechner gehabt wie damals, sondern nur einen einzigen. Ja. Nächstes Bild, genau. Die HTWK, die hat auch ein Automatikmuseum, was seit Jahrzehnten so Geräte sammelt und Schriftgut und auch Berichte. Und es gab ein ständiges Hin und Her und die Ausstellungsmöglichkeiten. Am schönsten war es im Untergeschoss der alten Nikolai-Schule für rund 10 Jahre. Im Moment ist die Sammlung zweigeteilt. Ein Teil ist in der Garage im Technologiezentrum in der Karl-Heine-Straße in Leipzig, und ein Teil ist in einem HTWK-Gebäude im Wiederbau. Das sieht man gleich, genau. Hier sieht man zum einen ein Foto von der Eröffnung in der Garage und ein anderes Foto vom Wiener Bau. Wiener nicht für Wien, die Stadt, sondern für Norbert Wiener, der den Begriff Kybernetik erfunden und begründet hat. Das berühmteste Spiel, was wahrscheinlich an der HTWK entwickelt wurde, ist Palladion, unter den Fittichen von Professor Bleimehl. Und es wurde auch auf der Games Convention gezeigt 2008 und wurde sozusagen als Messeneuheit überall gefeiert. Also wenn man heute noch googelt, dann findet man noch Berichte und Screenshots über dieses Spiel. Aber es ist nur bei diesem Prototypen geblieben, denn Palladion ist nie auf den Markt gekommen. Das ist oft so bei studentischen Projekten, die werden innerhalb eines Semesters gemacht, und dann verliert sich dann das Team. Die einen möchten weitermachen und die anderen nicht. Und dann, also ich weiß schon von jeder Menge studentischen Projekten, die dann eben halt nie erschienen sind und die ein Prototyp geblieben sind. Ein weiteres Spiel, was auch auf der Games Convention gezeigt wurde, das ist ein Werbespiel von Kärcher. Kärcher, die tatsächlich Mount Rushmore mit ihren Sprühanlagen gereinigt haben. Das ist ein Browserspiel. Und dann ist auch unter Professor Bleimehl entstanden ein iOS-Spiel für einen sachsen-anhaltinischen Hunderettungsverein, Leica, der Rettungshund. Das sind so einige Spiele, die ich gefunden habe, die so in der HTWK entstanden sind. Dann sind auch jede Menge Hardware-Basteleien entstanden, so im Rahmen des Hardware-Seminars, also Spiele ohne Mikroprozessor, die rein mit Schaltung und Programmierung entstanden, wie Tic-Tac-Toe und rechts das Klappen-Labyrinth-Spiel. Und die nächste Folie zeigt Pong. Das sind übrigens Bilder von der allerersten Langnacht der Computerspiele. Da hat man das Spiel Pong. Man sieht das Display auf so ein winzig kleines Display mit den LEDs. Da hat man sozusagen, das war sozusagen der Bildschirm, waren eigentlich nur so LEDs. Heute vielleicht die bekannteste Ausgründung aus der HTWK ist von zwei Studenten, Hannes Finke und Tom Micklich, die das schon 2009 ins Leben gerufen haben, LEFX. Die sind heute auch Aussteller auf der Langen Nacht der Computerspiele und ist mittlerweile eine GmbH, und die machen quasi Computerspiele, ohne Computerspiele zu sein. Die machen VR-Virtualisierung. Zum Beispiel, das sieht aus wie ein Foto, ist aber ein VR-Modell, und das kann man eben halt nutzen für
Architektur, für Immobilien, aber auch für Industrie, auch so für Lern- und Schulungszwecke, wie zum Beispiel eine Maschine funktioniert. Genau. Die HTWK war auch öfters Aussteller auf der CeBIT. Hier sieht man mal ein Bild von 2006 und das nächste Bild 2017, oft so im Rahmen von entweder so Gemeinschaftsständen des Landes Sachsen oder von anderen, so einem Hochschulverbund oder mit anderen Hochschulen zusammen. Das sind ja die berühmten Fußballroboter, aber zu denen werden wir noch kommen, weil ja, die Games Convention, da müsste man eigentlich ein bisschen ausholen, denn die Games Convention ist genau wie die lange Nacht nie entstanden, wenn es die CeBIT nicht gegeben hätte. Ein kurzer Abriss. In den 90er Jahren wurde die CeBIT riesengroß, so fast an die 900.000 Besucher. Das war so Mitte der 90er Jahre. Bill Gates, Windows 95, für die sogar die Rolling Stones gesungen hatten. Und da beschloss die Messe Hannover, eine Konsumermesse, die CeBIT Home, die zweimal stattfand im Wechsel zur IFA 1996 und 98. Und im Jahr 2000 gab es das Problem, dass die Expo, die Weltausstellung, auch in Hannover hätte stattfinden sollen, sodass die Messe Hannover sagte, wir machen das als Gastausstellung in einer anderen Stadt. Leipzig hat sich beworben und den Zuschlag bekommen, aber es wollten zu wenig Aussteller nach Leipzig kommen, sodass die CeBIT Home 2000 abgesagt wurde. Aber die Spielebranche, die ist auf Leipzig aufmerksam geworden. Das nagelneue Messegelände, das wurde ja erst vor wenigen Jahren eröffnet, mit der tollen Glashalle und mit dem Teich davor. Und die Spielebranche, die wollte sowieso eine eigene Messe. Die wollten eigentlich nicht auf der CeBIT Home sein oder auf der IFA oder auf der Nürnberger Spielwarenmesse, wo sie immer hin und her geschickt wurden, so als Anhängsel. Die wollten eine eigene Spielemesse. Und die Leipziger Messe, die wollten eben halt für ihre neue Messe eine neue, coole Messe. Und da entstand die Erfolgsgeschichte Games Convention bis zu uns Jahr 2006 herum. Und da kamen so die ersten Gerüchte, die Games Convention, die könnte wegziehen. Und da hat die Stadt Leipzig viele Kräfte mobilisiert und vor allem die HTWK, die hat eine Vielzahl an Dingen ins Leben gerufen und umgestellt. Zum Beispiel die Leipziger Informatik-Tage, die bis 2005 zum Thema Marktplatz Internet berichtet haben. Die mussten oder wollten dann plötzlich über digitale Spiele berichten, wo dann auch ein Tagungsband erschienen ist. Dann wurde eine Games Masterclass ins Leben gerufen, so eine Art Expertenseminare, wo man so Branchenveteranen und coole Leute genommen hat und die haben dann so 4 Stunden lang geredet. Das ist Don Deklo, ein Pionier der Spielebranche. Der hat schon 1981 war das, ich glaube, das Spiel Utopia entwickelt und war dann an anderen Spielen wie Neverwinter Nights beteiligt und die haben eben halt die Games Masterclass mit Leben gefüllt. Das war hier in der Villa Ida, wo auch zweimal was ganz Tolles stattfand, eine studentische Spielekonferenz, das Games Summer Camp, wo Studenten auch aus verschiedenen Städten von ihren Forschungsthemen berichteten. Und das war ziemlich interessant. Und ich glaube, sowas hat es seitdem nicht mehr gegeben in Leipzig. Also eine richtig Spielekonferenz abseits der Games Convention, wo man eben halt über Neuigkeiten der Computerspiele erfahren konnte. Auch das Studium Generale ist auf Spiele eingegangen. Das ist ja im Nachhinein eine ziemlich berühmt gewordene Ringvorlesung, weil nämlich in der nächsten Folie, weil nämlich diese theoretische Vorlesung über Computerspiele in einer langen Nacht der Computerspiele gipfeln sollten, die nur ein einziges Mal stattfinden sollte. In der nächsten Folie sehen wir 2 Fotos und diese beiden Fotos sind eigentlich die Gesamtheit der Spielenacht. Also die allererste Spielenacht, die bestand eigentlich nur aus einem Pool und einem Stück Gang. Das war die lange Nacht der Computerspiele. Ein paar Dutzend Studenten waren zu Gast. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war auch noch gar nicht dieses Gebäude, was übrigens auch seit 20 Jahren zur Hochschule gehört. Das war nämlich zu DDR-Zeiten ein Postverwaltung, danach Regierungspräsidium und erst vor rund 20 Jahren gehört es als Lipsius-Bau mit zur Hochschule. Und in der nächsten Folie sehen wir links die beiden, kann man so sagen, die beiden Väter der Langnachter Computerspiele, Hans-Ulrich Niemitz, der leider schon 2010 verstorben ist, und Klaus Bastian. Und die hatten die Idee, na, man sollte eben halt diese Ringvorlesung mit einer Langnachter Computerspiele sozusagen bunt machen, dass man mal so Spiele ausprobieren kann. Die mussten dann auch Protokolle schreiben und auch Dinge entwickeln aufgrund dieser Erfahrung.
Und ich glaube, im dritten Jahr gab es dann auch gar nicht mehr die dazugehörige Link-Vorlesung, sondern es gab eben halt nur noch eine lange Nacht der Computerspiele, die jetzt ins 15. Jahr geht, 2007 wird. Und sie hat noch ein zweites Jubiläum. Sie ist nämlich seit 10 Jahren in diesem Gebäude, weil sie erst im sechsten Jahr in den Lipsius-Bau umgezogen ist. Also 15 Jahre lange Nacht der Computerspiele und 10 Jahre lange Nacht der Computerspiele hier in diesem tollen Lipsius-Bau. Eine weitere Veranstaltung, die auch ihren Geburtstag hat, ihren 10., das ist der Global Game Jam. Das ist eine internationale Veranstaltung, wo auf der ganzen Welt sich Teams zusammenstellen, um innerhalb von 48 Stunden Spiele zu entwickeln. Ich glaube, im ersten Jahr, auch hier in diesem Gebäude, in diesen Räumen, wo jetzt die Spielenacht ist, und nahm knapp 17 Teilnehmer und es entstanden so 5, 6 Spiele und seitdem fand das jedes Jahr statt. Genau. Das vielleicht berühmteste Aushängeschild international, das sind diese tollen Fußballroboter, die Nao, die gegen andere Nao Fußball spielen. Es ist so, dass die Hardware bei allen Mannschaften gleich ist, aber die Software, die ist immer anders. Und diese studentischen Teams programmieren die Software so, dass die Roboter den Ball erkennen, das Tor erkennen, Ball schießen, Gegnern ausweichen und wenn sie hinfallen, wieder aufstehen. Und die HTWK, die war schon Weltmeister und mehrfach Vize-Weltmeister und Deutschland-Weltmeister. Also die schlagen sich im internationalen Vergleich ziemlich gut. Ein weiteres Roboterprojekt sind die Leo-Bots. Die sind gebaut, um auch an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die heißt Eurobot. Und da kriegt man jedes Jahr neue Aufgaben, zum Beispiel ein Hindernis Parcours zu bewältigen oder irgendwas zu sortieren und zu stapeln. Und dann hat man dann nur Zeit, so einen Roboter zu bauen, um sich dann eben halt im Wettkampf zu messen. Die Leipziger Hochschule, die ist auch schon seit Jahren das regionale Roberta-Zentrum, das jetzt auch 20 Jahre alt wird. 2002 wurde das gegründet, das vom Fraunhofer-Institut. Es ist so eine Initiative, um Schüler und Jugendlichen lernen durch Roboter. Also werden so kleine Roboter programmiert und gebaut und da arbeitet die HTWK auch mit hiesigen Schulen zusammen. Und was nicht ganz so zur HTWK gehört oder jetzt doch, denn es gab bis vor einiger Zeit noch die Hochschule für Telekommunikation Leipzig, die geschlossen wurde und die gehörte so eigentlich mit zur HTWK und die Räumlichkeiten. Und da fand eine LAN-Party über mehrere Jahre statt. Waren so zwei Räume, wie hier zu sehen. Und deswegen habe ich das mit dazu genommen. Die Räumlichkeiten, die sind auch nur wenige Meter von hier entfernt in der Gustav-Freitag-Straße. Dann hat auch die HTWK ein Brettspiel entwickelt, Mitte Deutschland, was in einer Kleinserie auch produziert worden ist. Und da geht es darum, Mitteldeutschland, also die drei Bundesländer, so spielerisch kennenzulernen und über die Geschichte etwas zu erfahren. Und das war eigentlich schon der kurze Abriss über 30 Jahre Spielen in der HTWK. Ich habe noch so zwei kleine Geschenke. Zum einen das Spiel Palladion, was nie erschienen ist. Das kann man sich als Demo herunterladen. Und es gibt noch eine Fotogalerie mit Fotos aus 15 Jahren Spiele, nach die noch nie gezeigt worden sind und die man sich sozusagen anschauen kann.